Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal. Wir spielen Still Wakes the Deep, was mir ungefähr 30.000 Mal empfohlen wurde. Und eigentlich ist das nur ein Vorwand, um das neue Aufnahmeequipment noch mal ein bisschen zu testen. Diesmal auch mit Kamera und so weiter. Wenn alles funktioniert, dann ist hier eine Kamera dabei. Vielleicht jetzt noch nicht, aber später. Mal gucken, wie ich es schneide. Ich weiß noch nicht genau. Wie gesagt, sind momentan so ein paar Testläufe. Ja, und ich würde gern demnächst auch mal wieder ein bisschen mehr, ich sag mal, ohne Stream aufnehmen. Das hier ist jetzt ohne Stream, nur falls ihr euch wundert. Aber dieses Aufnahmeequipment ist quasi, also so wie ich es jetzt konfiguriert habe, kann ich quasi Spiele in der Qualität, quasi auch aus dem Stream aufnehmen, ohne dass ihr es hoffentlich merkt oder geringfügigst merkt. So, jedenfalls ein kleiner Test, Still Wakes the Deep. Ich habe mich entschlossen, und das mache ich einfach, und ihr könnt toben, wie ihr wollt. Ich tue es einfach. Mir wurde es empfohlen. Ich guck mal, wie es funktioniert. Ich spiele im Story-Modus. Hat aber auch einen Grund, weil ich momentan einfach so unendlich viel auf dem Pile of Shame habe. Und momentan haben wir so viel Survival-Games gespielt und diesen ganzen Kappes. Und der Pile of Shame ist aktuell so riesig, dass es wahrscheinlich ein paar Spiele gibt, wo ich die Story gerne mitnehmen möchte. Aber nicht unbedingt 50.000 Kämpfe oder Sequenzen oder sonst irgendwas. Ja, ich würde die Story gerne mitnehmen. Dieses Spiel ist eins davon. Wurde mir so empfohlen, auch das so zu machen. Soll schlimm genug sein. Ich lasse mich überraschen. Ich mach mal neues Spiel starten. Ah ja. Gut. Da haben wir es ja nochmal. Ja gut, ich hätte es auch nicht verheimlichen können. Ich sehe schon. Aber ich habe es trotzdem auch. Ich habe es einfach gesagt, weil, ne, klar. Aber ich würde es gerne mal probieren. Wenn es zu low ist, können wir immer noch umschalten. So, jetzt aber erstmal. Ha, bisschen Horror. Lang nicht mehr gehabt. I still can't believe you went. What are you thinking? Going to that place? Wish you hadn't got yourself into this mess, but you did. And you can't run forever. I know you were just trying to do right by me, so I need you to do what's right by us now, please, Kaz. I am so tired of fighting. I just want it to be over. I want you home, the girls want you home, but if you don't deal with this, then we are done for good. I love you, but I won't wait forever. Suze. Jesus, Suze. Girls need you a Christmas card. Merry fucking Christmas. Kaz, Roy's finishing up breakfast if you want something. I'll be there in a minute, Trots. Aye, well, didn't wait too long or someone will be off with you. Aye. Yeah, all right. Gehe zur Kantine hinunter, drücke WASD, um dich zu bewegen. Klar, klar, klar. Erstmal ein bisschen. Oh Gott, wir sind in den 70ern, oder? Ich meine, gut, wir sind gerade offenbar auf einer Ölbohrplattform. Oh, Ölbohr. Auf einer Ölbohrplattform. Ölbohrplattform, Mann! So, anschauen. Sorry, Geruf. Oh, frohe Weihnachten. Auch da rechts die Übersetzung. Frohe Weihnachten. Oh, Merry Christmas. Oxing. Und wir verbringen unser Weihnachtsfest offenbar hier auf der Ölbohr. Sag mal, auf der Ölbohrplattform. Radio benutzen. Huch. Oh, mit mittlerer Maustaste kann ich mich umdrehen, glaube ich. Ja, okay. Wollte schon mal austesten. Okay, im Radio läuft gerade gar nichts. Umschalten kann ich auch nicht. Ich lasse trotzdem mal an. Was haben wir da? Electricians Guide to irgendwas. Das hier ist unsere Bank. Also unser Bettchen. Hier sind ein paar. Oh, das ist unsere Frau wahrscheinlich mit. Und die Sus wahrscheinlich mit dem Baby. Ja, und wir verbringen unser Weihnachten hier. Gott weiß warum. Vielleicht haben wir Probleme zu Hause. Vielleicht einfach nur, weil das ein, glaube ich, ganz gut bezahlter Job ist. Es wird wahrscheinlich Gründe geben. Es wird wahrscheinlich auch Gründe geben, warum wir Weihnachten nicht zu Hause sind. Also wir gucken mal. So, anschauen. Ah, der Brief. Ich fasse es immer noch nicht, dass du das gemacht hast. Was hast du dir dabei gedacht? Was willst du denn dort?
Ich wünschte, du hättest dir diese Probleme nicht eingebrockt, aber das hast du. Und du kannst nicht ewig weglaufen. Ich weiß, dass du dabei nur an mich gedacht hast. Denk bitte jetzt an uns alle. Bitte, Cos, ich bin die Streiterei so leid. Ich will einfach, dass das aufhört. Ich will, dass du heimkommst. Die Mädchen wollen, dass du heimkommst. Aber wenn du das nicht regelst, ist es endgültig aus mit uns. Ich liebe dich, aber ich werde nicht ewig warten. Sus. PS, die Mädchen haben dir eine Weihnachtskarte gebastelt. Ich hab's nochmal vorgelesen, das war das Intro gerade. Das war die Weihnachtskarte. Okay, dann gehen wir mal. Aha. Aha, aha, aha. Komm hier einfach rein. Okay. Johnny Union, aha, anschauen. Aye, quite right, Trotz. Memo der Nsovu. Die Gewerkschaft der Ölarbeiter in der Nordsee, North Sea Oil Workers Union, Nsovu, Zweigstelle Aberdeen, informiert Sie hiermit gemäß der Trade Union and Labor Relations Act von 1974 über unsere Absicht, Arbeitskampfmaßnahmen zu ergreifen. Dies ist unsere Reaktion auf das klägliche Versäumnis Ihrerseits, sich mit unseren Vertretern zusammenzusetzen, um die schwerwiegenden Sicherheitsbedenken unserer Mitglieder zu besprechen. Wir fordern Sie hiermit nachdrücklich dazu auf, gemeinsam mit uns eine Lösung für einen triftigen Streitfall zu erarbeiten. Ende. Das ist sehr deutlich, wenig herzlich. Das ist gleich in grün, ja. Okay, das war das nochmal. Okay, anschauen. Was haben wir hier? Nichts. Glasgow Gazette, Linwood told to accept deal or else. Linwood ist die Firma, um die es gerade eben in dem... Also, hier ist ja sehr viel Union-Kram und so weiter. Ich glaube, Linwood ist die Company, für die wir hier arbeiten. Vermute ich mal, sonst wird das da wahrscheinlich nicht hängen. Age of Reason... Irgendwelche Bücher, hier noch mehr Bücher, jemand liest sehr gerne. Ich meine, viele Freizeitaktivitäten scheint es ja sonst nicht zu geben. Vielleicht ein Kicker irgendwo. Hey Kelly, Douglas, seid ihr da? Ah, offenbar nicht. Hier jemand da? Nein? Okay. Gut, kann ich irgendwas? Geh zur Kantine hinunter. Okay, wir müssen einfach zur Kantine gehen, aber vorher... Eieiei, oh, oh, ein Wasserleck. Stay in this place. Ja, hier ist offenbar ein Wasserleck irgendwo. Hoffentlich nicht, ja, obwohl schlimm genug. Wahrscheinlich die Rohre hier oben. Nichts von draußen irgendwie, sondern die Rohre von oben, aber schlimm genug. Dass sie es hier einfach so stehen lassen, ist mir ein Rätsel. Die Eimer sind auch völlig irgendwo hingestellt, nicht da, wo es dröpft. Und hier die Wände fangen schon an zu gammeln. Das scheint schon ein bisschen länger so zu sein. Betten sind abgezogen. Ich mach mal lieber zu. Oh, generell scheint hier irgendwie was im Argen zu sein. Davy must have gone back on shore last night. Davy ist wieder im Festland, okay. Hier oben auch Wasserflecken überall. Also vielleicht kein neues Problem. Okay. Ich weiß immer noch nicht genau. Auf der Ölbohrinsel, ich muss immer an Monstrum denken. Was, wer ruft denn da? Alright, Kaz. I'm alright. What are you doing up there? Pipes leaking. If it's not one thing, it's the other. See this whole rig? It's a pile of shite. It's falling apart. And we've only just started drilling. Fucking Cadal. And fucking Rennick cutting corners. Aye. Speaking of, you are in the shite, wee man. Rennick got a letter this morning from the mainland and he's been up to high dough ever since. Heard he's gunning for you. That's just brilliant. Christ, I need a smoke. Can't find my lighter anywhere. Take mine. I don't need it anymore, honestly. You're a fucking lifesaver. I'm going to get breakfast. All right. I'll see you for darts tonight. We'll put a wee picture of Rennick up on the board for you. Sounds like a plan. See ya. Scheit. Liebe diesen Akzent. So. Schottisch. Oh. Okay, warte mal, zuerst. Kann man da durch? Das sieht aus wie etwas, wo man durch kann. Vielleicht wird das später relevant. Wenn es hier erstmal losgeht. Da ist ein Schlüssel, den ich nicht nehmen kann. Jahrelange Gaming-Erfahrung zieht sich gerade in mir zusammen. Da liegt ein Schlüssel und ich kann ihn nicht nehmen. Jetzt müsste hier noch eine Sicherung rumliegen. So, ich will auch duschen. So, ganz kurz. Für euch. Hier. Ich kann nicht...
Ich kann nicht reingehen, von vorne gucken, das geht nicht. Spring, aber ich kann springen. Wow. Okay, ich springe offenbar sehr dynamisch, warte. Kann ich hier drauf springen und gucken? Nee, ne? Nee. Ich dachte vielleicht für die Views kann ich mal wieder was reinbringen oder so, aber naja. So. Helmchen. Warte mal, kommen wir von... Nee, wir kamen von da, glaube ich. Und da war... Genau, da war der Kollege mit der Leiter. Okay. Dann gehen wir hier wieder raus. Wir können ja gerade eh nichts... Stört ihn gar nicht. Da oben ist auch nochmal so ein Shaft. Okay. Dann gucken wir später mal da rein. Ich mache Licht wieder an. Ich lasse sie nicht im Dunkeln duschen. Komm. Bin kein Kollegenschwein. Was haben wir denn hier? Grant ist nicht da. Raum 104, Gibson und Dobby. Well, this is cozy. Oh, schön weihnachtlich gemacht hier alles. Guck mal. The Tam. Personal Computer. Um Gottes Willen. Oh, ist das noch mit so Codes zum Abschreiben hier? Mit so Listings? Ja, so alt bin ich. Ich habe noch Listings abgeschrieben aus Computerzeitschriften. Ah, geil. Das war cool. Kann ich hier... Okay, aus irgendeinem Grund kriege ich hier... Das ist Lehnen. Okay, aber ich kann ja nichts machen, ne? Oh, weird. Far out. Das sieht ein bisschen aus wie... Wie heißt es nochmal? Poltergeist. Dann haben wir hier irgendwas. Daddy, Pipapo, Rock, Generation. Ah, cool. Schöne Zeitschriften. Ja, na gut. Gut. Sonst gibt es hier nichts zu sehen. Kann ich im Mülleimer irgendwas finden? Nein. Ich kann aber nichts mitnehmen. Okay, und wir müssen wo lang? Wir müssen da lang. Das heißt, ich gehe erstmal hier lang, wo wir nicht sollen, um zu gucken, ob wir hier was verpassen. Wir verpassen nichts. Okay, die Laufanimation. Wen haben wir denn hier? Adair, Raum 106. Auch ein bisschen weihnachtlich immerhin. So, hier wird ein bisschen Sport gemacht. Okay, da wird ein Radio repariert. Does not surprise me. Prick. Vote National, put Britain's first. Kommt einem sehr bekannt vor. Na gut. So, hier haben wir einfach wieder Bettchen. Das sieht aus wie Ketchup, nicht wie Bier. Ich lass mal stehen. Brauchen wir eh nicht, können wir nicht mitnehmen. Und wir müssen wahrscheinlich da runter, ne? Das heißt, ich gehe erstmal hier lang. Und hier ist eine Sackgasse. Ah ja. Okay. Schön hier. Dann. Ja, das mache ich. Ich drücke die ganze Zeit schon Tab. Ich drücke die ganze Zeit Tab mit dem Ziel. So, da müssen wir rein. Hier können wir eh nichts machen, ne? Dann gehen wir auch da. Okay, die Tür. Ich wollte schon sagen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass man da durchkommt über die Mülleimer. So, wir müssen einmal hier runter. Drücke Tab, um erneut einen Hinweis. Ja, das mache ich die ganze Zeit. Ja, aber ich schaue mich halt auch ein bisschen um, ne? Sprich mit Roy. Mache ich gleich. Ich gehe erstmal zur Crew Lounge. Weil ich immer Angst habe, irgendwas zu verpassen. Wie zum Beispiel diesen Zettel hier. Darts Tournament. First Round. Sign up. Finlay, Roy, Dunbar, Trotz, Kelly. Okay. Finlay und Brody sind im Finale. Aber das Finale hat noch nicht stattgefunden. Wir wissen nicht, wer gewinnt. Ich würde Wetten entgegennehmen. So, die Bierdosen sehen aus wie Bohnendosen. Das hier ist auch mal eine sehr kleine Bar. Und das ist die Freizeitbeschäftigung, wo wir uns schon gefragt haben, was die den ganzen Tag hier machen. Ein Kicker gibt's nicht, aber Pool. Okay, und Platten. Können wir eine Platte auflegen? Ich würde so gerne eine Platte auflegen. Okay. Ne. Anschauen. Friday Jukebox, Kelly, I am Sailing von Rod Stewart. Das zweite kann ich nicht lesen. Dann darunter I'm Not in Love von 10cc, oh Gott. Danach Bye Bye Baby, Space, Oddity von Bowie, AC/DC, TNT und Dynamite, Misty, It Brief oder so, keine Ahnung, Whispering Rose, Born to Run von Bruce Springsteen. Okay, Divorce, Can't Give You Anything, Pick Up the Pieces, Love is a Drug, okay. Okay, aber ist auch cool, also sehr viele Details, ne? Und das habe ich mir früher mal gewünscht,
Das Spiele bei den Texturen. Das Spiel bei den Texturen endlich aufholen, dass man die Sachen lesen kann, die auf Zetteln sind und so. Und jetzt ist es soweit, jetzt kann ich alle Zettel lesen, die irgendwo hängen. Mehr Arbeit für die Spieleentwickler, aber mehr Info für uns. Und mehr Details vor allen Dingen. So, was haben wir denn hier? Spam Cakes, Buffet, Pineapple Ham, Bread Butter Pudding, Toast und Eggs, irgendwas. Die Wild Ham Casserole, Haddock Ambrosia Salat, Porridge. Okay, das ist alles, was zum Essen gibt. Christmas Dinner am 25. Okay, okay. Cheese Egg Bake, okay, okay. Was ist das für ein Testbild? Und warum atmen wir so schwer, wenn wir uns hinhocken? Habe ich Gewichtsprobleme? So, was haben wir denn hier? Ken, zweimal Ken, Puppets, Last Hours, Emma's Party, From Below, Strawman, gibt es die Filme wirklich? Running Frog, Day Out. Hier eine Raubkopie oder hier wahrscheinlich Raubkopien auf VHS-Kassette. Airstream, Industrial, Airstream, Industrial, Oil and Gas Pipelines. Das sind die Sachen, die ich in meiner Freizeit lesen will. Es gibt nichts Schöneres. Hier sind noch mehr Platten und noch ein paar Bücher, Oil and Gas und noch mehr Dokumente. Was für ein schöner Freizeitraum. Geraucht wird hier auch. Damals nicht unüblich. Okay. Und alles sehr schön weihnachtlich dekoriert. Ich fühle mich direkt wie, wie Heiligabend hier. So, kann ich noch zum Baum? Kann ich noch... Okay, ich bin ganz ehrlich, die Beleuchtung ist ein bisschen low. Aber generell, die Beleuchtung vom Raum ist ein bisschen low. Kann man hier irgendwo anmachen? Nee. Ich glaube, die Beleuchtung ist schon an und das ist die Beleuchtung. Naja. Okay, wir gehen mal... Wir machen jetzt mal. Let's go. Ach, gucke. Anschauen. Lounge, Spinde zum Deck, Kombüse, Kantine, Speisekammer. You are here. Wir sollen, glaube ich, eh in die Lounge, ne? Kantine. Oh. Oh. Hey, Leute. Look, there's no escaping. There's gonna be a dozen mehr rigs up here by the end of next year, because the pricks in Westminster want their grubby wee hands on Scotland's oil. Christ, none of this again. The bear is already down to the bare bones, and Cadal are just gonna make more cuts to get other rigs on the go. If we don't take industrial action soon, this place... come on! If we don't take industrial action soon, this place will be even more of a death trap than it already is. He's got a point though, Gibble. We're down to a skeleton crew in the pontoons and it's ropey as fuck down there. Workers of the world unite! What do you think, Kaz? I don't know. Just here to fix the lecky. What do you think will be keeping the lights on if this place falls apart? That's coal, you numpty. Kohl ist die Zukunft. Sehr gut gesprochen. Gut gebrüllt, Löwe. Er hier ist der Labour-Typ, der, ne, wo wir vorhin im Raum waren. Okay. Köstlich. Na, Leute, wie sieht's... Warum isst du nicht? Kann ich ein Essen haben? How you doing, boys? No bad, Kaz. Raph's here's a bit shaky, though. Oh. Gonna be the lad's first solo dive this morning. Oh, deswegen. Alright. Ah, you'll be alright, pal. Especially with the big man here looking out for you. Have you done it before? Christ, no. I'll stick to the lecky, thanks. No great in tight spaces and it's blowing a gale out there. Really filling the lad with confidence there, Kaz. Yeah, sorry, wee man. Don't worry about it. Brody's got you. Und vor allen Dingen, du musst was essen, du musst bei Kräften sein da unten. Ja, ist wichtig, weil es sehr gefährlich ist. Kann jederzeit alles schief gehen. Ist das hier der, Britens Fürst? Enjoying your last day, McCleary. What's that supposed to mean? You've been a naughty boy, from what I've heard. But? Ach, geez, peace. You're not exactly an angel yourself, Adair. I'll be fine. Well, you'll not be missed. You wouldn't know a day's graft if it slapped you in the face. I'd like to see you try and do my job. You wouldn't know a spark plug from a fucking hairdryer. Watch your mouth, McCleary. Oh, das wird noch Probleme geben. Hat er gerade zu uns gesagt, such dir mal einen richtigen Job? Und warum leuchtet er eigentlich so? Guck mal, der hat hier irgendwie so ein Leuchten immer. Ist das hier... Naja, wird schon irgendwas sein. Hey, Leute.
Was ist hier? Nichts. Das ist eine geile Friese, Kollege. So. Hier ist auch nichts. Kann ich mein Geschenk schon mitnehmen? Ich hab's mir verdient. Ich habe hart gearbeitet dieses Jahr. Oh, naja. Okay, kann ich hier vielleicht... Kann ich ein bisschen Schlotze haben, Roy? You alright, Roy? Cars, me old mucker. I do. Oh. McClary! To my office. That means no. Not as soon as you're ready. No. Shit. Ah, the sweet sound of Davy Rennick. You think it's the Paulus? Can't be surprised, Cas. Have you heard from Suze? She's talking about divorce. Oh, I'm sorry, Cas. She'll come around. Not if I get the jail she won't. Well, maybe you could have considered that while you were battering Billy Chamberlain's head in. Cunt slagged off Suze. He had it coming. And there he is. Floats like a butterfly, stings like a bee, and swears like the devil himself. Listen, mate, even if it is the police, maybe it's best to just go back and face it, yeah? Ach, I don't know, Roy. I'm fucking scunnered with the whole thing. The Lord loves you, mate, no matter what. And I'm pretty sure Suze does too. That's all clear for you now, Roy. Lovely job, thanks, Dobby. Oh, Trot says he's left your insulin in your cabin. Oh, bless his little communist socks. Muchly appreciated. Ta. Remember, life is like football. It's not over. Until the final whistle. Aye. You're a Barnsley fan, so you're pretty much fucked from the off, right? Oh, I will see you hang for that, McCleary. Off you trot, lad, before his nibs blows a gasket. Ah, ich mag das. Das ist so freundschaftlich. Was ich gerade sagen wollte, ich meine, okay, jetzt müssen wir rennen, wir haben es offenbar eilig, wegen den Bullen, weil wir ihm die Fresse poliert haben, der unsere Frau beleidigt hat. Okay. Und die suchen uns jetzt auch hier. Ja, da lese ich erstmal Christmas Day Menu, ne? Man, I hope there's some leftovers. Es gibt Truthahnbraten, natürlich Haggis, ich habe nur drauf gewartet. Neeps und Teddys, also klein, sind das Kleinigkeiten, ich habe keine Ahnung. Rosenkohl, zu Weihnachten Rosenkohl. War jemand unartig? Karotten, Würstchen im Schlafrock, Blutwurst, Bratensoße, Brotsoße, Christmas Pudding, Brandysoße, Karanachan, kenne ich nicht, und Perkins. Okay. My dad's safe. How about you? Achso, das ist wieder das gleiche. Okay, wir müssen. Scheiße, wir müssen da lang. Halt, erstmal gucken. Home sweet home. Dass das Insulin vorhin erwähnt wurde, das wird bestimmt noch eine Rolle spielen, oder? Das wird bestimmt noch eine Rolle spielen. Wir müssen ihn bestimmt noch irgendwie retten oder so. In einer Notsituation. Wo wir alle in Not sind und uns dann entscheiden müssen, ob wir es tun. Wet Room. Ja, da gehöre ich hin. Ich bin da sehr feucht heute. Na gut. Offenbar gehöre ich da nicht hin. Bereich verlassen. Ja, mache ich gleich. Ich gucke erstmal kurz hier. Aha, aha. Evaporated Milk, Highland Porridge Oats, oh. Pick a Pack of Sky, Salt, ah, Corned Beef. Fleisch, das aber 30 Jahre haltbar ist. Immer gut. So, Fergie's Garden Peas. Ah, das sieht ja köstlich aus. Köstlich sieht das aus. Mmm. Gleich mal zu langen. So, hier kommen wir nicht durch, ne? Okay. Gut. Kann ich mir selber ein paar Pommes frittieren oder so? Das Frittierfett sieht wirklich... Das sieht wirklich frisch aus. Ich, ich mag es, wenn es mehlig ist. Das hat so diesen besonderen Eigenwürz dann einfach auf dem Pommes. So, dann lass mal zum Deck. Nani? So, müssen wir uns anziehen, umziehen, ne? Einfach raus. Ah, also doch. So, ich drehe das mal auf und dann mache ich mal auf hier. So. Unser Zuhause. Ist das schön. Wow. Home is where your heart is. So, wir müssen... Wohin? Finde einen Weg zum Unter... Ah, okay.
Lass mich raten, direkter Weg geht nicht, weil irgendwer wie natürlich. Na, so eine Überraschung. Ey, Kollege. Okay. Gibt's eine Abkürzung, Leiter nach unten oder irgendwas? Project! One of us needs a heat here, eh? Try not taking mine off next time. Hard to miss it, Innes. It's not exactly smoke. Oh, oh, aye, you're a smart one. Lay it on the deck, eh? Nice and easy. Don't bash it! Renick's just itching to give someone a kicking. Ich will mal kurz gucken, gibt es irgendwas zum Ranzoomen hier? Weil manchmal haben wir irgendwelche interessanten Sachen und ich würde gerne Tastaturbelegung, Tastatur. Taschenlampe, nach rechts lehnen, ducken, springen, klettern, nach hinten schauen, interagieren, aufheben, Ziel anzeigen, überspringen, scrollen, gehen, fallen lassen, reagieren, greifen, reagieren, springen. Okay, greifen, werfen, springen. Wir haben nichts zum Ranzoomen, schade, ich würde so gerne manchmal ranzoomen an manche Sachen. Ah, oh, schade. Taschenlampe haben wir auch. Hat die vorhin so geleuchtet? Wir haben noch keine Taschenlampe. Okay, die kommt später. Oh, na gut. Na gut, dann... Ja, ich... Achso. Machen wir mal. So, da geht's noch weiter runter. Aber erstmal schaue ich mich hier um. Hier ist nichts. Cool. Nichts ist nicht so viel. Okay. Dann direkt nochmal. Heidewitzka. Ich wünsche dir einen Angelschein. Gut, dass das Tor hier versperrt ist. Das ist sehr wichtig. Öffnen. Ja, naja. Da kommt man nicht hin. Ist ein bisschen sehr windig heute. Frisur hält. Drei Wettertaft. Und jetzt kämen wir hier hoch, wo wir normalerweise... Achso, ich hätte die... Okay. Gut. Gut, gut. So. Die Dinger sehen aus, als bräuchte man Keycards dafür. Hier eine blaue. Oder soll nur auffallen. Okay, oder sind die Bereiche einfach? Dive Deck, Helipad. You are here. Ich bin auf dem Meer, offenbar. Okay, Deck, Unterdeck, Bordturm, Offenbar, Gasfackel. Ich versuche mich anhand von dem hier zu orientieren. So, blau wäre jetzt wahrscheinlich Derek, ich weiß nicht genau. Hey. Need a hand there, fellas? McCleary? No. I can scalp in this hero by myself. No, we're all right. Cheers, though. Fair enough. You want to transfer here, McCleary? You'd give me less lip. No. He loves it. McCleary! My office. Don't make me ask you again. In a better mood today, is he? You'll be all right, Kaz. You get used to it. We all get a turn. Try not to punch him. No promises. Uh-oh. Give me a minute to check. And it's fair again. I can see from here. Ground crew will love that. Renick will love it even more. You're telling him. I told him last time. This one's all yours. Ich mag die Gespräche nebenbei. Ich hab keine Ahnung, worum es geht. Ich sitze da und nicke freundlich. Was ist mit dem da hinten? Ist das eine gute Idee, hier hochzugehen? Nee, ne? Drilling, personal only, maintenance and session. Okay, ich. Hier ist eine Treppe. Oh, for fuck's sake! Oh, oh Gott. Hab ich mich erschrocken. Das ist eine Rutsche. Warte, ich will nochmal. Au, aua. Ja, ich komm schon. Ich bin auf direktem Wege. Alright, Roper, what's the problem? Don't usually see you down here. Ah, drill's acting up this morning.
Got the crew running around like blue-ass flies, but they cannot make head or tail of it. Is that yous behind schedule, then? Oh, not yet. And not if the gods are smiling on us. So mere fucked than ever. Not as fucked as you, by the sounds of it. Look, you better get up there. The boss man sounds raging. Problem mit dem Bohrer ist immer eine gute Sache. Well, how long will that take? Order's in, but might be 2-3 weeks before it's shipped, like. I can patch it, but we'll need to keep an eye. Maybe say a prayer and all. Seems like we'll keep doing those. Ob das Auswirkungen hat, wenn ich mich beeile oder nicht? Ich glaube, wir sind ja eh noch ganz am Anfang, ne? Noch ist ja nichts passiert. Ist ja alles Vorgeschichte, glaube ich, gerade. Farbkodierung schwarz, okay.